So, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal hat jemand gesagt, dass... Warum arbeitest du nicht? Hast du es noch nicht gehört? Die Paladine haben Bennett verhaftet. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Was ist passiert? Naja, wir waren in der Stadt, um einzukaufen. Auf einmal haben wir einen Schrei gehört. Jemand rief, da sind sie, packt sie. Junge, hatte ich einen Schiss. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt, als ob die Dämonen hinter mir her wären. Bennett war direkt hinter mir. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber als ich vor der Stadt war, war Bennett verschwunden. Ich habe ihn wohl noch in der Stadt verloren. Weswegen wurde Bennett denn verhaftet? Mord. Bennett soll einen der Paladine ermordet haben. So ein Unsinn. Ich war doch bei ihm. Warum gehst du nicht in die Stadt und klärst das Ganze auf? Die stecken mich doch direkt in den Bau, als Komplize. Nee, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Situation? Du weißt schon. Ona und die Stadt, das musste ein böses Ende nehmen. Wie reagieren die Söldner hier auf dem Hof? Was die vorhaben, weiß ich natürlich nicht genau, aber einige sind wirklich stinksauer. Kann ich verstehen. Wenn es nach denen geht, würden sie lieber heute als morgen die Stadt angreifen, um Bennett daraus zu holen. Sprich mal mit Lee, vielleicht kannst du ja was unternehmen. Ja, natürlich. Das erklärt natürlich, warum Lee die Stadt angreifen will und die Söldner weglocken. Andererseits ist es natürlich trotzdem unsinnig, denn die Drachen sind natürlich trotzdem eine größere Bedrohung, auch für die Söldner. Aber Gefühle können natürlich den klaren Blick für die Situation vernebeln. So ist das leider. Bist du ins Kloster gegangen? Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Tja, Söldner kannst du nun nicht mehr werden. Oh, schade. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Das hatte ich nicht vor, keine Sorge. Was ist mit Bennett? Du hast es also schon mitgekriegt. Die Hunde haben ihn eingelocht, einfach so. Als ob ich nicht schon genug Probleme mit meinen eigenen Leuten hätte. Jetzt kann ich mich auch noch um die Paladine kümmern. Was willst du wegen Bennett unternehmen? Ich weiß noch nicht. Ein paar von den Jungs würden am liebsten in die Stadt rennen und diesem Lord Hagen die Zähne einschlagen. Zum Glück sind wir nicht genug Leute für so eine Aktion. Außerdem ist es nicht mein Stil. Willst du hierbleiben und abwarten, was passiert? Bestimmt nicht. Laris ist noch in der Stadt und versucht herauszufinden, wie wir Bennett da rausholen können. Bis das geschehen ist, versuche ich, meine Leute zu beruhigen. Ich hoffe nur, dass Laris nicht so lange braucht. Kann ich dir bei der Sache mit Bennett helfen? Klar, ein bisschen Grips und Vernunft wird der Sache sicherlich guttun. Idioten laufen hier weiß Innos genug rum. Geh in die Stadt und sieh zu, dass du einen Weg findest, Bennett da rauszuholen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich die Männer unter Kontrolle halten kann. Alles klar, das werde ich tun. Gerne, gerne helfe ich dabei. Aber zuallererst, wenn ich schon hier bin, würde ich, wie gesagt, nochmal hier in den Wald gehen und ein bisschen trainieren. Und wenn es dann zu knapp wird, dann kann ich ja einfach meine Portal-Teleport-Drohne benutzen und mich verdünnisieren. So, das ist doch ein guter Plan, oder? Ich finde, das kann man so machen. Was haben wir denn hier? Und dass es gerade wieder geruckelt hat am Sound. Menü, das ärgert mich. Ich habe alles so eingestellt, wie es vorher war, vor der Neuinstallation. Leider hat... niedere Skelette. Goblin-Skelette? Ach komm, ich bin jetzt... Oh, normales Skelett. Uiuiui. Wisst ihr was? Ich habe gerade gespeichert. Ich bin jetzt einfach mal mutig. Vielleicht ein bisschen dumm, aber auch mutig. So, komm, Goblin-Skelette, ihr kommt auch her. Und dann machen wir jetzt mal Folgendes. Umdrehen und... So, einige Tote. Sehr schön, so gefällt mir das. Jetzt müssten die nur wieder von mir ablassen, bitte. Wenn es irgendwie geht. Ich weiß schon, wie ich das mache. Nämlich so. Zack. Und weg bin ich. Aber nicht zu weit weg, als dass ich mich da nicht wieder hinbringen könnte. Was sagt die Uhr? 13 Uhr? Nee, ich werde jetzt nicht pennen, keine Sorge. Ich werde jetzt, ach komm, was soll's, hier ein bisschen was schlucken und da ein bisschen was schlucken. Und jetzt fehlen mir noch genau 50. Okay, 49, das war Verschwendung, na, was soll's, egal. 20 Punkte verschwendet, ach egal. Egal. Ich habe gerade viel Gold, ich könnte mir ein paar Tränke kaufen.
kannst du eh nichts machen. Ja, habe ich genug Gold? Nee, ich habe mir... Was habe ich denn gekauft? Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich mir kaufen. Tränke oder so. Tränke sind gut. Tränke sind gut. Vielleicht noch eine bessere Waffe. Ich kann meine noch nicht mal jetzt benutzen. Ich muss erstmal die Waffe benutzen können, bevor ich mir eine bessere kaufe. Aber dann könnte ich mir noch eine bessere kaufen, wenn ich eh schon mit zwei Händen umgehen kann. Wäre eine Idee. Die Frage ist nur, wo kriege ich eine bessere Waffe her? So, ich hoffe mal... Ach, guck mal, für ein Skelett reichen auch zwei Zaubersprüche aus. Und die Waffen von denen liegen da noch rum. So, das gleiche wie eben. Alle auf einen Haufen. Kommt her. Fein. Alle her zu mir. Und dann... machen wir den hier. Sehr schön. Boah, wie viel Erfahrung das auf einmal gibt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Anzeige nicht übereinander... nicht übereinander gesetzt wird. Also wenn es mehrere Male Erfahrung gibt, dass es dann nicht übereinander oder untereinander kommt, sondern dass es direkt überschrieben wird, sodass man halt nicht sieht, ob es jetzt einmal war oder zweimal der gleiche Wert. Und wenn es verschiedene Werte sind, kann man halt die beiden nicht wirklich richtig gut lesen und erkennen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Wie sieht's denn aus? Schaffe ich ein einzelnes Goblin-Skelett mit meiner Waffe? Gerade so. Gerade so. Aber ja, ich schaff's. Und das hätte ich gerne auch. So, was gibt's denn hier noch? Da gibt's doch bestimmt... Ja, guck mal, hier, Blutfliegen. Gegen die komme ich doch an. Ich futter erstmal hier ein bisschen was. Und mach mich wieder heile. Ich habe Lauflieder, ne? Damit kann ich auch wunderbar meinen Mana auffüllen. Beziehungsweise, jetzt brauche ich noch 20. Ich behalte mal den Lauflieder für die 5er Abstufung. Damit ich da nicht immer so verschwenderisch sein muss. So, wie viel brauche ich noch? Ich brauche noch einen 70er, komm. Dann passt es. Dann fehlt mir genau ein Lebenspunkt. Damit kann ich leben. Damit komme ich zurecht und es ruckelt leider trotz... Ich dachte eigentlich, es würde besser laufen. Vielleicht lief es nur besser, weil ich es ohne Aufnahme im Hintergrund probiert habe. Anfängerfehler. Blöde Anfängerfehler. Aber es sieht einfach so viel besser aus mit der Sichtweite. So viel besser. Da kann ich doch hoch, oder? Und wie ich da hoch kann. Probier ich gleich mal aus, wenn ich die Feldräuber hier weg habe. Komm her. Was machst du denn da? Willst du nicht hierher kämpfen? Ach, du vernaschst die Blutfliegen. Okay. Der vernascht einfach die Blutfliegen der Feldräuber. Sachen gibt's. Naja, wenn er meint, dass es schmeckt. Was gibt's denn hier oben? Das sieht so spannend aus. Da ist bestimmt irgendwas versteckt, oder? Vielleicht ein toller Gegenstand? Irgendein Trank? Da komme ich leider nicht weiter. Vielleicht kann ich hochklettern. Nö. Da komme ich leider nicht hin. Schade. Das sah so gut aus. Komme ich da hoch? Nein, leider auch nicht. Ach, Menü. Hatte ich schon Hoffnung gemacht. Komme ich da rüber? Jaha, das ist gerade noch nicht zu steil. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob die Skelette, die ich da gerade umgelegt habe, die waren, die ich von der anderen Seite gesehen habe. Kann ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Das ist aber jetzt... aber ja mal sowas von unfair, dass ich da runtergeflutscht bin, nur weil es geruckelt hat. Also das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich mir das gefallen lasse. Nee. Ohne mich. Es hat geruckelt und ich hatte noch auf die Gehen-Taste gedrückt, damit ich da nicht runterfalle. Und wegen dem Ruckeln hat es dann wohl nicht gezogen oder so. Keine Ahnung. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Nee. Wenn ich aus eigener Blödheit irgendwo runterfalle, okay, aber nicht so. Nicht, wenn es ruckelt. Niemals. Immerhin weiß ich jetzt, da oben gibt's nichts. Wenn das die Skelette waren, die ich von da oben her gesehen habe, dann dürften hier jetzt ja keine mehr sein. Wenn die noch hier sind, weiß ich immerhin, ich kann sie besiegen. Aber jetzt bin ich schon da,
wo ich vorhin war. Das waren tatsächlich die Skelette, die ich von oben gesehen habe. Und, Memo an mich, sobald ich zweimal zaubern kann, kann ich es mit Skeletten und niederen Skeletten aufnehmen. Das gefällt mir sehr gut. Dann habe ich nämlich wieder ein paar mehr Gegner, die ich besiegen kann, um Erfahrung zu grinden. Wie viel habe ich denn? Ich habe 65.565, das heißt, ich brauche noch 2.500 Erfahrungspunkte. Hey, eine Steintafel. 2.500. Ich frage mich, wie viel ich kriege, wenn ich Bennett befreie. Den Schmied, da kriege ich doch bestimmt auch einiges zusammen. Aber jetzt will ich erstmal hier noch den Wald säubern, wenn ich schon mal hier bin. Moment, sind es 2 Krypten? Sieht so aus, ne? Das wären es 2. Genau, das ist doch die, in der ich schon war, und die hier? In der war ich noch nicht. Was gibt's denn hier? Liegt da irgendwas rum? Nö, aber hier sind Schalter. Hm. Noch ein Schalter. Okay. Ich speichere mal. Nicht, dass ich jetzt irgendwas verkackt habe. Wobei, dann hätte ich eigentlich vorher speichern sollen, ne? So, was gibt's? Es geht hier nach unten. Es geht hier weiter nach unten. Noch weiter nach unten. Da liegen tote Leichen. Also Skelette und... Da ist ein Kryptawächter, der scheinbar mich nicht sieht oder nicht erkennt. Ein alter Brief. Ich kümmere mich erstmal um den Gegner hier. Hier, nimm das. Oh. Bringt der Feuerpfeil da noch was? Hey, 300 Erfahrungen, sehr schön. Und er hat einen Schlüssel. Habe ich genug Mana, um mich zur Not wegzuteleportieren? Ja, er hat einen Schlüssel. Für diese Truhe nehme ich an. Jawohl. Und da finde ich Gletscherquarz, ein paar Tränke, Bolzen und Gold. Und es war natürlich eine Falle. Nein, da lag noch eine... Ach, verdammt. Da lag noch eine Truhe, wie heißt das Ding? Wie heißen die Dinger? Eine Steintafel, genau. Hey, du. Nun denn, also, hier. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was? Nö. Nun, wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. So viel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe... Du gehst aus dem... Ja, ja, das kennen wir doch schon, da war ich doch schon, ne? Ja, da kann er mir später vielleicht helfen. Zu Steinkreis, aber jetzt erstmal Schmied. Hast du was von Bennett gehört? Sie haben ihn anscheinend in die Kaserne gebracht und dort in den Kerker geschmissen. Meine Meinung, wie können wir ihn da rausholen? Ich habe noch keine Idee. Ich komme nicht bis zu seiner Zelle, um mit ihm zu reden. Ich kann eigentlich nur die Ohren offen halten, aber hier erfährt man nichts. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gut. Was wollte ich gerade sagen? Genau, eine Steintafel lag da unten noch. Aber wenn da so fiese Gegner spawnen, dann habe ich da keine Lust, mich irgendwie verprügeln zu lassen. Ich sag's mal so. Ich werde da wieder hingehen, wenn ich ein bisschen stärker bin. Und dann wird das sicherlich klappen. Dann kann ich da unten aufräumen. Wenn ich es richtig gesehen habe, waren da auch noch 2 Abzweigungen auf dem Weg zu dem Kryptawächter. Vielleicht sind da ja noch mehr von der Sorte, die ich umlegen kann. Aber zuallererst will ich da wirklich zweimal zaubern können. Das heißt, ich brauche noch 3 Mana und das kriege ich mit dem nächsten Level. Ich habe da schon einen Plan. Jaha, ich habe einen Plan. So, jetzt gehe ich aber erstmal zu Bennett und quatsch mit ihm eine Runde. Mal sagen, oder mal schauen, was der dazu zu sagen hat. Ich glaube ja nicht wirklich, dass er das war. Und ich bin mir sicher, ich kann den da irgendwie rausholen. Die Frage ist nur, wie? Die Frage ist echt nur, wie schaffe ich das? Wie kriege ich den da rausgehauen? Wushka? Hey. Nee, warte mal. Wie gesagt, der kann mich trainieren. Oder der schenkt mir ein bisschen was, ein paar Prozente. Aber auf Einhänder erstens, die brauche ich gerade nicht. Und zweitens, nur zu einer beknackten Uhrzeit nachts. Da habe ich gerade keine Lust drauf, so lange zu warten. So. Was ist mit Bennett, dem Schmied? Du meinst den Söldner. Der sitzt im Knast, wo er hingehört. Kann ich mit ihm sprechen?
Klar, geh einfach rein. Aber wenn du versuchst, ihm zur Flucht zu verhelfen, bist du dran. Ja, das dachte ich mir schon. Aber keine Sorge, das habe ich nicht vor. Ich schaue mal, wo ist er denn? Da ist Rengaru. Das da sieht aus wie ein Schmied, oder? Ja, Bennett, hey. Was machst du hier im Knast? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Aber ich war es nicht. Die wollen mir das in die Schuhe schieben. Wieso sollten sie das tun? Das weiß ich doch nicht. Du musst mich hier rausholen. Rede mit Lord Hagen. Reiß die Wand ein. Egal, mach irgendwas. Was ist passiert? Ich war mit Hodges zusammen in der Stadt, um Vorräte für unsere Jungs einzukaufen. Plötzlich hörten wir einen lauten Schrei und Fußgetrappel. Komm zum Punkt. Ja, also wir wussten sofort, da ist was passiert. Und wenn die uns hier sehen, da werden wir sofort eingelocht. Wir sind gerannt wie die Teufel. Und kurz vor dem Stadttor bin ich umgeknickt und hab mir den Knöchel verstaucht. Der Rest ist schnell erzählt. Und die Miliz war sofort da und hat mich direkt in dieses Loch gesteckt. Wer ist ermordet worden? Was weiß ich? Einer der Paladine. Ich kenne die nicht. Hast du einen Namen? Lothar oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Frag am besten Lord Hagen. Der kennt alle Einzelheiten. Haben sie Beweise gegen dich? Sie sagen, sie haben einen Zeugen, der mich erkannt hat. Weißt du, wer der Zeuge ist? Nein, ich weiß nur, dass er lügt. Wer führt die Untersuchungen durch? Lord Hagen selbst. Da der Ermordete ein Paladin ist, fällt der Fall unter das Kriegsrecht. Was heißt das? Ganz einfach, wenn ich nicht rauskomme, werden die mich ohne viel Federlesens aufknüpfen. Du musst mir helfen, sonst wird es einen Krieg geben. Lee wird das nicht auf sich beruhen lassen. Was das heißt, kannst du dir ja denken. Wie süß. Er wird aufgeknüpft, er wird getötet und das Schlimmste, was er sich ausmalen kann, ist, dass zwischen Stadt und Söldner ein Krieg ausbricht. Ja, guter Mann, der Bennett, guter Mann. Sehr guter Mann. Solche Leute, könnten eigentlich die Leute hier in der Stadt gebrauchen, die sich selbst opfern für das Allgemeinwohl. Das ist ja eigentlich ja nicht so das Ding von den Söldnern, ne? Das Credo der Söldner ist ja eher jeder für sich. Nun gut. Ich kann aber noch kurz mit Vatras quatschen, der liegt ja gerade auf dem Weg, ob der irgendwas dazu weiß. Was habe ich denn sonst an Quests hier in der Stadt? Das Krautpaket, stimmt. Und sonst nichts, so wie es aussieht. Weißt du irgendwas von einem Krautpaket, Coragon? Nö, weiß er nicht. Nö, mit dem habe ich schon gehandelt. Wenn er was Interessantes hätte, hätte ich es wahrscheinlich schon abgekauft. Und Adanos. So, Vatras, erzähl mal, hast du was Neues? Ich habe nichts Neues, ne? Nö, bin ich geheilt? Ich bin komplett geheilt. Ich habe leider keine Lernpunkte, das heißt, ich kann jetzt auch meinen Mana nicht steigern. Nun denn. Dann. Auf zu Lord Hagen! Und sag mir nicht, Bennett aus dem Knast raushauen. Das wird doch wohl irgendwie klappen, oder? Das muss doch irgendwie möglich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geht. Ja, was ist mit Fernando? Habe ich mit dem noch irgendwas Tolles? Nee, den muss ich noch anklagen. Da brauche ich die Beweise, genau. Wird sich das jemals ändern? Da brauche ich die Beweise. Dann kann ich ihn einknacken, aber dafür muss ich die Banditen wahrscheinlich. Also ich brauche halt noch einen Degen der Banditen. Ich schätze mal, die Banditen haben noch einige. Aber dafür muss ich erstmal stärker sein. Also meine Waffe brauchen und zumindest zweimal zaubern können. Und dafür brauche ich ein Level. Also werde ich erstmal Bennett hier raushauen. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Niemals. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Cornelius, der Sekretär des Statthalters. Der Statthalter... Wenn ich mich recht entsinne, ist das hier doch der Sitz des Statthalters, oder? Dann ist das hier vielleicht der Sekretär.
Nö, der ist ein Paladin. Albrecht. Na, er heißt vor allem nicht Cornelius. Albrecht heißt nicht Cornelius. Vielleicht ist er hier oben irgendwo. Hier ist er nicht. Ist er hier drüben? Nein. So ein Mana voll, ja. Das heißt, ich kann mich zur Not wegteleportieren. Ich bin nämlich gerade versucht, einen auf Taschendieb zu machen. Naja, nicht Taschendieb. Sagen wir Truhendieb. Sag mal. 8 Mal nach rechts. Ganz einfach. Für 50 Gold. Boah, das nehme ich. Ohne Scheiß, 8 Mal nach rechts. Ich habe jedes Mal nach 2-3 Mal versucht, nach links zu drücken. Nein, nicht hinsetzen. Du sollst den Wein mitgehen lassen. Oder das Wasser, aber... Ist hier jemand hinter der Tür, der mich sieht? Ja, Cornelius selbst. Hey, er ist es. Du. Er ist es und niemand anderes. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord H. ins Protokoll gegeben. Na, dann ist ja gut. Ich würde mal sagen, dieses Verhör mache ich beim nächsten Mal weiter. Und dann erfahren wir hoffentlich, was es mit Bennett und Cornelius auf sich hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.